Hier hat Hans Herzog den Großteil seiner Teilnehmer untergebracht. Sie kamen mit ihren TVRs, es waren 26 und es waren auch einige Fremdfahrzeuge dabei. Am Donnerstag, den 26. Mai zu Fronleichnam, traf man sich hier im Hotel Florian zum Sektempfang. Bitte um kurze Aufmerksamkeit. Ich sage einfach mal Servus miteinander, wenn wir Franken uns miteinander begrüßen. Und wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, den werden wir haben. Mehr sage ich jetzt aber nicht, weil ich muss später noch zu den Rotfuchs was sagen. Das machen wir nach dem Abendessen, weil wir haben jetzt alle Hunger. Bitte nochmal schnell um eure Aufmerksamkeit. Hat alle, jeder seine Hauptspeise jetzt gegessen? Ja. Okay. Dann kommen wir zu dem Teil morgen und übermorgen. Zu den Runden, die wir fahren. Hat jeder seine Rotfuchs bekommen? Jeder TVR-Pilot, Ferrari-Pilot haben wir auch noch. Was haben wir noch? Audi-Pilot? Alles dabei. Also, folgendermaßen. Grio, jawohl. Mit dieser Schildchen. Alles klar. Genehmigt. Alle Fahrzeuge trafen sich bei der Zieleinfahrt der alpinen Skiweltcup-Abfahrt von Grün. Schnell noch einen kurzen Rundblick von dieser traumhaften Gegend. Ab geht es auf die Seller Rondatur. Und fort waren sie, unsere TVR-Freunde. Nur mehr Motorräder. Noch einmal einen Blick zurück. Einfach traumhaft. Heute auch wieder Treffpunkt beim Zieleinlauf der Grödner Abfahrt. Die Teilnehmer der Dolomitentour von und mit Hans Herzog fahren heute noch einige Pässe auf seiner Sella Ronda Grande.
und zu einer der schönsten Pässe, dem Passo Gio. Und ich mit meiner Kamera und meiner Heidi am Tefer Tasken-Lenkrad suche noch einige schöne Bilder rund um die Dolomiten.